Well, what choice do we have? We have never paid out ransoms before. But I don't know. I don't like the feeling of this. What about you, Max? I don't know. I'm no expert on hostage negotiations. I know people who are, but they're in America. We don't have time for America. I know you're right, Marcelo. It's not like I don't have the money to pay. Father made a lot of money. We have always been targets. We all know that. But much as it pains me, I don't see we have a choice. Maybe after we pay, we find out who did it. We have them. We all know what I'm saying. Who do you think is targeting your family? Haters. Who can say? Life in this country is not easy, you can see that. I have tried to do business the right way, but that's not always possible. Of course I made enemies, but I've also paid a lot of bribes. I have no idea. It's probably that street gang trying to get at me. I don't know. People I know have tried to reach out to this group. Comando Sombra. They're not from any of the favelas around here. They're linked to the drug business. Now, what have I got to do with drugs? Nothing. Everybody loves money. I just want my wife back. We can take the money to them. Hey, put the gun down. Put down your gun. Bota essa arma no chão agora. Slow, slow, slow. Não faça nada, estúpido. Me mostre o dinheiro. What's he saying? Open the bag. Show me it's full of money. Depressa, porra, depressa. Easy, pal, easy. Vem. Jo, ich denke, ich muss jetzt hier abhauen auf jeden Fall. Oben ist der Sniper. Decidedly amateur. Okay? Yeah. All right. Let's go. There's gotta be a first aid kit. Einen Schuss habe ich schon abbekommen. Bin jetzt geschwächt auf jeden Fall. Kann keine Waffe halten. Unten rechts ist meine Power. Maybe fate was sending me a message. Trying to tell me my luck was finally about to run out. Or maybe I just severed an artery and was bleeding out like any number of fools who got shot playing with guns. Either way, I was failing fast. So, wenigstens hat einer jetzt schon mal eine Pistole. At least one of us had a gun now. That raised our chances of survival all the way from nil to slim. Oh, move it, man, move it! The guy with the bag must have got hit. He's bleeding all over the place. He's not the only one. Come on, I think he went this way. So, dann einfach mal hier Blut folgen und dann wissen wir, wo der Kerl mit der Tasche ist. Dann hat sich die Sache. So this was it. My easy retirement money. My blood-stained 401k. A chance to drink for free while chaperoning socialites around town and making sure the poor people didn't get too close. The brochure sure didn't mention any of this shit. Pull it together, Max. Let's go. Jo, chill mal, Mann, weißt du? Ich kann meinen Arm nicht mehr bewegen und so, alles abgefeuert worden. Hier alles voller Blut. Hold on, wait here a second. Oh, not a problem. Boah, das ist ja mein Blut an der Wand da. Haben wir schon mal zwei Knarren? Gib mir doch auch mal eine Knarre, Mann. Ich hab da noch eine Hand, mit der ich schießen kann. Come on. I'm getting flashbacks to that wedding we worked in Aruba. Yeah.
Back to the good old days when I thought I might actually like this job. Dass er jetzt noch genug Zeit hat, Fußball zu spielen. Hey, careful, my friend. That's blasphemy in this town. You okay, bro? Never better. Whose idea was this anyway? Yeah, I wonder. Is it bad? Jetzt kriege ich wohl meinen Verband. Dann bin ich wieder fit. Right. Here we go. Put the sleeve on, come on. Alright, don't be a pussy. Don't be a pussy. We make sure that the right clowns get the money. Who the hell you think that was? Tried to gate crash our little wine and cheese party. I have no idea. This is Sao Paulo, brother. Could be anyone. Anyone with access to high-powered sniper rifles and trained killers. That's pretty much everyone. Great. Jetzt habe ich eine Knarre. Mein Arm geht wieder. Well, I guess we get this Comando Sombra their money. And make sure they know we did not try to trick them otherwise. Fabiana, she won't come back in such good shape. Es geht ja direkt los, ne? Komm, hat den Pedi eine Knarre in der Hand und schon geht die Party wieder ab. Okay. Jo, stirb doch mal wenigstens. Oh, das war ein mieser Schuss gerade. Oh, da sind auch noch mehr. So, dich habe ich, mein Freund. Zack. Boah, bist noch in Deckung gegangen. Warte nur ab. Batz. Tja. So, noch 16. Ich weiß nicht, ob die 1 jetzt für ein Magazin zählt oder für einen Schuss. Ich glaube, die 4 zählt nur noch für eine Kugel. Ich nehme jetzt erstmal eine Pille. Und jetzt mal ein paar Waffen aufheben, Leute. Warte mal, ein bisschen Munition brauche ich auch noch, Leute. Okay, die kann ich auch nehmen. Okay, bist du bereit? Let's see if this thing works. So what am I, the button pusher? Yeah. You're so good at it. Good job. Just another day at the office, huh? Ganz normaler Tag im Büro, was? Auf jeden Fall, sehe ich auch so. Jetzt habe ich auf einmal die Knarre rausgeholt, obwohl ich eben... Du holst jetzt nicht die Knarre raus, Max. Wenn ich sag die, dann nimmst du auch die. So. What we got here? Do you have the money? No. Ich finde es so geil, dass er dann noch die Pumpgun in der Hand hält. Wenn die zum Beispiel keine Munition mehr hat, dann lässt er das. Es sei denn, ich nehme das hier oben, dann lässt er die unten fallen. Richtig nice. Esos francotiradores. Faz entender. Não estou para brincadeira, filho da puta. Komm, hol ihn einen rein. Ai! Que isso? Que você está se enganar? Comadre! Trouxemos o dinheiro. Ich weiß jetzt nicht, ob er stirbt, wenn ich abdrücke. Ich weiß es echt nicht. Trouxemos o dinheiro. Ich muss das irgendwann mal ausprobieren. Lass mal seinen Fuß schießen. Probier's mal, okay? Vorsicht, Leute. Oh, es hat geklappt. Oh, es hat ja wirklich geklappt. Scheiße. Es hat ja echt geklappt. Yo, chill mal.
Something tells me we're heading in the right direction. Straight on here, I'll cover you. Ich brauche ein bisschen Munition auf jeden Fall. Warte mal. Bisschen chillen auf jeden Fall. So, aber ich nehme jetzt die Uzi. Wie machen wir es am besten? Nehmen wir zwei Uzis, oder? Wäre ich auf jeden Fall dafür. Ganz kurz die Uzis auswählen, um nachzuladen. Und jetzt können wir die Pummi wieder mitnehmen. Wir haben ja nur 4 Schuss. Los geht's. Son of a bitch. Oh, hab ich mich aber schon ganz schön erschrocken, Leute. Okay. About the same as before. Looking forward to getting out of this shithole. Okay, let's go. Noch 2 Schuss. Die spare ich auf jeden Fall erst noch ein bisschen ein. It didn't sound like we were the only ones getting shot at. Who the hell had tipped these guys off? I didn't know what to think anymore. This town had more smoke and mirrors than a strip club locker room. Ich finde es gut, dass er jedes Mal in dem Film dann halt immer auch die Waffen dabei hat, die ich auch dabei habe. Nicht, dass er jetzt eine Pistole dabei hatte und der Rest nicht. Das ist ja meistens so. Da ist ja die scheiß Tasche. Der Drecksack. Was machen die Zwingung noch zu? Was sind das für Leute? Hey! Hey, morre, favelado, filha da puta! Eles devem ter ido por aqui. Abre a porta. They seem nice enough. Die sind doch ganz nett, ja, gehören die zu uns oder nicht? Ich hoffe mal. Were they cops? You tell me. I don't think so. Ich glaube auch nicht, dass es Cops sind. Wetten, die haben irgendwie so eine Claymore oder so irgendwo hingelegt. Oder auch nicht. Wow, da ist auch noch ein Sniper jetzt. Oh, jetzt machen wir auch noch Stress mit denen. Okay, Männer. Ihr seid bereit, wa? Scheiße! Da will man mal cool sein, da rausjumpen und einfach mal alle 4 Leute töten. Und dann werde ich erwischt von so einer Nase. Komm, die 2 Schüsse brauch ich noch. Bam! Komm, den linken, Alter. Leck mich am Arsch, verpiss dich. So, keine Schuss mehr. Ah, das hat's gemacht. Mein Gott, das Spiel gefällt mir richtig. Multiplayer ist geil, die Story ist geil. Im Arcade-Modus, wo man dann halt die ganzen Anzüge freischalten kann für den Multiplayer, ist geil. Chill mal, ich komm doch schon. Ich hab wieder was Neues gefunden. A little late to be giving him his last rights, don't you think? Look at this flapjack. This is high-end gear. These guys are seriously financed. Yeah, I noticed. I'll get you one for Christmas. Come on, let's keep moving. We've still got a sniper on us. We'll deal with him first. I only got one shoulder left. There's no time. The money will be gone. Fick, der Sniper geht mir auch auf den Piss. I might have written the book on dumb ideas, but Passos sure wasn't afraid to quote from it. Oh, da oben! Habt ihr gesehen? Steht er wieder auf oder ist er tot?
Und los. Ah, da war noch so ein Typ, der mich dann erledigt hat, Leute. Das wäre doch übernice gewesen, wie ich da gerade abgegangen bin, wie Inception. Okay, egal. Diesmal mache ich hier nicht einen auf Helden. Ich glaube, das bringt nicht so viel. Ist okay. So, ich chill jetzt auch hier hinten. Wenn er jetzt von da oben kommt, kriegt er direkt einen reingeschossen. Mach ich so und zack, zack, zack. Nee, war ein Spaß, bleib hier. Ja, macht er heute noch was oder ist es heute nicht? Ah, okay. Hätten wir einfach nur abgepimmelt, wenn nichts passiert. Nächstes Mal mache ich das. Willst du wissen, aber. Kann man hier irgendwas Schönes finden? Ich weiß es nicht. It was time to introduce our sniping pal to something more intimate and short range. So schön Munition noch aufgesammelt. Nein, stirb nicht. Dieser Drecksack lebt ja noch. Genauso wie der Drecksack. Jo, dann erledige du ihn halt, wenn ich es nicht hinkrieg. Oh, schön in die Fresse rein. Habt ihr das gesehen? Okay, da ist ein Sniper. The hell did they know about the exchange? This is Sampa, bro. What kind of cash doesn't stay quiet for long? And these kids are like expensive toys. Here, put this on. Noch nicht aufteilen. Aufteilen ist nie gut. Jetzt laufe ich wieder alleine rum. Too soon, brother. Looks like it's coming from the stands. Shit, they got the guy with the bag. Jetzt müssen wir auch den Typ mit der Tasche erstmal beschützen, oder was? Keep your headset on. Look, I'll deal with the guys on the other side of the fence. You take the other. Whatever you say. Oh, jetzt habe ich auch noch keine Munition. Der schickt mich ohne Muni hier raus. Alter, ihr habt doch ein... Oh, okay. Der hat schon alle erledigt. Jetzt kann ich Muni aufsammeln. Der hat doch einen Schuss, hat der doch. Ah, oh, nicht dein Ernst, oder? Wo ist denn dieser scheiß Sniper da oben, Mann, von mir? Der soll mal ein bisschen Rückendeckung geben. So, was hat der denn, die Sniper? Oh, da ist ja auch einer. Und wieder keine Munition, Leute. Drei Schuss. Muss einmal da durchrushen, ey. Da
Kann ich mal Nahkampf machen und so ein Scheiß? Ja, das. Wieso schickt er mich denn ohne Munition darunter? Ich verstehe das nicht. Was ist denn das für ein scheiß Sniper-Typ da oben, ey? Dich doch. Ich werde jetzt werde ich ganz oft sterben, weil jetzt bin ich schon da oben. Die Leute wissen, dass ich da bin. Ich habe keine Munition. Alter, das ist doch Kindergarten. Ja, fick dich, Tür geht auch nicht auf, ist ja logisch. Nichts geht so, wie ich will. Sag mal, wie viel hat der, wählt der denn noch aus, der Drecksack? Keine Ahnung, was jetzt los ist. Null tot. Ach Gott. Ohne Munition soll ich hier. Was macht denn mein Sniper da oben? Der pimmelt irgendwo ab oder was? Deine Fresse. Ey, Hund, der stirbt nicht. Doch. Sniper-Typ, Mann, mach mal was. Zieht halt jeder einen gezielten Schuss in den Kopf. Wenn ich ihn jetzt getötet hätte, hätte ich über... Okay, ich habe überlebt. Sauber. Ich habe es nämlich im Handbuch gelesen. Wenn da so eine geile Zeitlupe ist wie eben, die ich nicht mal gedrückt habe, das ist, weil mich jemand tödlich getroffen hat. Wenn ich ihn dann noch töte, also wenn ich es schaffe, dann überlebe ich. Und wenn nicht, dann bin ich tot. Und wie ihr seht, habe ich ihn gerade getötet, deswegen habe ich überlebt. Komm hoch. Was ist mit der Granate, hä? Du Lappen. Jetzt kann ich doch eigentlich Munition ohne Ende aufsammeln, oder? Was haben die hier so für Waffen rumliegen? Oh, eine Taschenlampe. Brauche ich nicht. Jetzt will ich Munition haben, ey. So, jetzt haben wir es wenigstens ein bisschen geschafft. Schönes Ding, Pitbull. Wo ist die Waffe, die ich weggeworfen habe? Lieber wegwerfen, anstatt nachladen. So. Da ging es jetzt wohl nicht hoch, oder was? Oder geht's da lang? Alright, I'm inside. Ja, okay. Looks like a VIP lounge or something. I'm gonna check it out. Neves vai nos matar, hein, se a gente não voltar com dinheiro, né? Quem é a menina? Alguma alpinista social aí casada com algum cara rico. Mesmo história. Kindergeburtstag. Ich dachte, da wären nur zwei und dann hinten stehen auch noch zwei. Looks like a VIP lounge or something. I'm gonna check it out. Der MP, da habe ich nur 20 Schuss, deswegen nehme ich jetzt mal die Double Uzis. Mehr Glück als Verstand gerade, Leute. Was? Da war nicht mal einer, der mich erschossen hat.
Ich krieg zu viel langsam an manchen Situationen. Looks like a VIP lounge or something. Meine Fresse. Vai nos matar, hein, se a gente não voltar com dinheiro. Muss vielleicht irgendwie abpimmeln oder so. Versuch mal abzupimmeln. Nee, hat nicht gebracht. Der fickt die Wand an, Mann. Ich verstehe es nicht. Boah, das ist ein langer Part, Leute. Das sehe ich jetzt schon. Verpisst euch mit euren Granaten. Stirbt mal, Leute. Stirbt mal, bitte. Ohne Ende, Munition ohne Ende. Okay, wir müssen schön Munition auf jeden Fall wieder einsammeln. Hinten sind wieder Feinde. Gehen die Sache jetzt ganz ruhig an. Guck mal auf meine Power, Leute. Ah. Mies, Leute, oder? What are you doing, Max? I don't know. Looking for something that ain't here, I guess. Claudio, their golden boy. He'd sure picked the wrong party on the wrong night. Although if the past week was anything to go by, it was safe to assume any party with the Broncos in attendance was the wrong one to be at. Denkmal eines Fußballstars untersucht. Okay, Leute, haben wir noch genug Munition? Was hast du denn da gemacht, du oben? Du hast da gar nichts gemacht, du Nasenbär. Going up. I don't know. Guessing nowhere nice. You signed the money? Nope. Also wenn solche Spiele noch auf Deutsch wären, ich glaube, das wäre dann unschlagbar. Our surprise guest brought a lot of friends. All right. I'm in the upper stands. I see you. Be careful, you got company. Oh nein. Ja, werf eine Granate hier rein, du Stricher. Und ich bleib dann hier an der Mauer hängen. Alter. Es gibt's nicht, Leute. Es gibt's nicht. Wenn ich mit so einer billigen Power da rumrenne, ist ja klar. Du wirst jetzt keine Granate mehr hier rein, du Wichser. Achtung, Leute! Alter, wir haben überall welche.
Oh. Guck mal, die stehen immer wieder auf, weil die solche Schutzwesten haben. Nee, der ist tot, oder? Okay. Jetzt hatten wir auch hier oben welche. So. Wird stehen geblieben bei mir? Keine Ahnung warum. So, immer abchecken. Ich habe gedacht, dass da ist keiner mehr ist, aber. Boah, voll gegen das Geländer geflogen. Jetzt kann ich rennen. Er lenkt ihn ab. Nur wohin ist die Frage? Hab gar nicht geguckt, ob es gerade Power abgezogen hat. Wohin? Soll ich zum Sniper rennen? Ich weiß es nicht. Okay, I'm in. Schönes Ding. Sehr, sehr schönes Ding, Max. Jetzt hab ich auch einen Sniper. It's all clear up here. What about the kid with the money? I don't know. Must be still in this section. Wait. Hang on. What's happening, Passos? Shit. There's a whole gang ahead of my way. I'm almost out of ammo. Jetzt kann ich ihn schützen. Alright. Try to clear you some space. Genauso wie er mich beschützt hat, gell Leute? Werde ich ihn auch mal ein bisschen bluten lassen. I'm going back in, bro. You're kidding me. Oh Mann. Jesus, take them out, Max. Kann man nachladen? Ich euch mal eine Zoom. Mann, ich kann nicht snipern, Alter. Ohne Witz, ich muss das nochmal machen. Das ist ein bisschen 10 Schuss habe ich, okay, passt. I see him. Brutales Ding. Boah, ich mache jetzt extra die lange Zeitlupe. Es muss richtig nice aussehen gleich, wenn sie einschlägt. Boah, gegen ein Köpfchen. Schönes Ding. Da ist jetzt ein Loch im Kopf. Ist da noch mehr? Stirb mal, was ist los mit dir? Oh, das ging ins Nasenloch. Krass, er hat keine Nase mehr, Leute. Der hat keine Nase mehr. Oh nee. Gott, es war ja mehr Glück als Verstand. What are you waiting for?
Pitbull kann nicht snipern, ich weiß. Mann! Da war diese verfickte Laterne im Weg. Oh. Hat er es geschafft? Oder nee? Es geht direkt weiter. Nimm dir doch mal eine verfickte Waffe oder so, ey. Ohne Flachs. Nimm dir mal eine Waffe und verteidige dich mal. Leider nicht in den Kopf. Damn, bro. That wasn't fun. Listen to me. You head for the chopper. We need to be ready to get the hell out of here. I guess I'll stay on the money. Sounds like a plan. Hey, jetzt werde ich schon noch am Geld dranbleiben und den Typen hinterher rennen müssen und so ein Scheiß. Oh, jetzt hat er mich auch noch gesehen. Shit. Now we got another sniper on me. So let me deal with this guy first. All right, bro. I'm moving too. Stay in touch. Och nein, dieser verfickte Scharfschütze, Mann. Der Scharfschütze kann aber auch nicht so gut schießen wie ich eben. Hat auch ein paar Mal verfehlt. Oh, jetzt werde ich bestimmt gleich wieder spielen müssen. Place was like Fort Knox. Hey, Passos. Passos. I've got you on the security camera. Where are you? Oh, guck mal, das sind wieder. Remind me again, who are these fine gentlemen? Some kind of paramilitaries, I don't know. Paramilitaries? Right-wing guns for hire, ex-cops military, I don't know. They can handle weapons. Sie können mit Waffen umgehen. Ja, das haben wir auf jeden Fall gesehen, so oft wie die mich gekillt haben. Also der Typ mit dem Geld. Lost the wife and $3 million. The boss will be giving us a raise at this rate. Yeah, that's messed up, all right. Come on. We gotta get out of this place. Take care of that guy in the IT tower. I'll meet you at the chopper. Okay, dann kümmere ich mich um den Typ. I had a hole in my second favorite drinking arm, and the only way we were likely to get Fabiana back now was in installments. Whoever our uninvited guests were, I was about done playing soldiers. Sag mal, der ist doch hier. Stirb, mein Freund. So, ich muss da hoch. Oben ist der Scharfschütze, Leute. Oben ist der Scharfschütze. Beeil dich, Pitbull, oder Max, eher gesagt.
I'm going up. Good. Make it quick. Believe me, I ain't gonna drag this out. Ah, der mich erwischt, die Nase, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Egal, ich bin zum Glück schon da oben, denke ich mal. Hoffe ich mal. Och, nee. Oh, ich bin gegen Stuhl geflogen. Kann passieren. Okay, ihr wisst Bescheid, dass da jetzt gleich welche sind. Komm ruhig raus. Noch einer? Nee, gell? Nee. Munition? Okay. Und hoch geht's. Jetzt aber, Leute. Ich darf jetzt nicht versagen, ne? Nicht versagen. Komm, renn, Max. Bleib da stehen. Destroyed Sao Paulo's most hallowed so, place und weiter of geht's worship. Hoch. Looking back, it was strange how the cops never showed up. But things had a habit of only making sense to me, looking back long after I'd run out of time to weiter fix hoch. So schönes Blut, was da rumspritzt. Und die Munition ist auch knapp. This is a bad idea. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Munition auf jeden Fall. Ah, ist Pitti falsch gelaufen oder was? Ich muss noch irgendjemanden wegballern, während ich springe. Boah! Du Stricher. Oh, ich dachte, ich hätte ihn in die Eier getroffen. Doch nicht. Da ist die Heli und ich wette, irgendwas passiert eh noch. 100%. Komm, abhauen. Aber ganz schnell abhauen, Leute. Oh oh. A gente está sendo pago para pegar o dinheiro. Numa aqueles dois. Tá bom. At least we know where she is. Yeah. Fantastic. Another good day's work. Trouble seems to find us, Max. Sure. Trouble finds us the same way you found me. Slumped in a bar. Drunk on self-pity.